Hallo, ich bin Jani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar, wenn du dich fragst, na huch, entweder, wer mich schon länger verfolgt, wenn ich so aussehe, weiß, entweder macht sie jetzt ein Schminki oder ein Maskentest. Ja, es ist mal wieder ein Maskentest fällig. Leider gehört es zu den wenigstens gesehensten Videos, ne? Ich habe schon echt überlegt, ob ich die Rubrik aufgebe. Was haben denn doch einige drunter geschrieben? Ich gucke das trotzdem gerne, ne? Und dann dachte ich so, gut, dann mache ich es halt für die, die es trotzdem gerne gucken. So, und zwar habe ich hier, ach ja, eine Verlosung gibt es auch, meine Mai-Verlosung, ne? Es ist nämlich ein Dankeschön für meine Abonnenten. Ist ein bisschen spät, es tut mir leid. Ja, ne? Aber ist halt nun mal so, aber trotzdem, es gibt immer jeden Monat eine Verlosung an meine Abonnenten, ne? Und du musst natürlich Kanal meines Abonnenten sein. Abonnent meines Kanals sein und am besten öffentlich zu sehen sein. Ob das jetzt noch eine Rolle spielt, so richtig, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Aber es ist immer besser öffentlich, ne? Und dann, ja. Und noch was zu sagen, das sage ich ja dennoch im anderen Video, wenn ich zeige, also ich hänge dann ein kurzes Video ran, wo es denn was zu gewinnen gibt, ne? Ja, ist nämlich ein Dankeschön für meine treuen Abonnenten, ne? Und ich werde es euch nicht so leicht machen, diesmal, dass ihr nur Hashtag Mai hinschreibt. Nein, ich sage gleich was dazu. Ich zeige euch jetzt erstmal die Maske, die ich austesten möchte. Und zwar ist das eine Tuchmaske. Die habe ich mal von meiner Mutti geschenkt bekommen, von Sense Beauty Face Sheet Mask. Dies ist irgendwie so ein Produkt aus China, ne? Und Softening und Hydrating soll die machen. Genau. Es steht hier auch auf Deutsch, wartet mal. Gesichtstuchmaske mit Avocado-Extrakt, Papaya-Extrakt, Mango-Extrakt, Gurken-Extrakt und Hyaluron-Extrakt. Da ist ja alles drin. Weichmachend und hydratisierend für normale Haut. Genau, ne? Und ist natürlich ein Zebra. Heute mache ich euch das Zebra. Heute mache ich euch das Zebra. Und natürlich Made in Korea. Ja, genau. Solche Masken, wie gesagt, kriege ich immer von meiner Mutti geschenkt. Sense Beauty ist so eine Marke, entweder Thomas Phillips gibt es die zu kaufen. Ich glaube Action, McGuides, ich weiß nicht, Teddy, also alle diese Non-Food-Läden, ne? Diese Billig-Non-Food-Läden, wo ihr halt so billig Sachen halt einkaufen könnt. Ich glaube, da gibt es die, ne? Sind jetzt für den ersten Moment pflegend, halten jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag, aber es ist ein ganz toller Gag, ne? Mit diesem. Zum Verschenken finde ich sowas auch immer super. Und ja, wir gucken uns die gleich mal an. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Also, was ihr dafür tun müsst. In dem gesamten Video lasse ich euch, blende ich an verschiedenen Stellen Zebras ein. Oder also ein Zebra ein, ne? Hier seht ihr schon mal das erste und das könnt ihr mitzählen. Ihr müsst dann in den Kommentaren schreiben, wie viel Zebras ihr gezählt habt. Das ist die Mehrzahl von Zebra, ne? Zebras, glaube ich. Gezählt habt, wie gesagt, das zählt hier mit. Das erste, ne? Und dann nehmt ihr bei der Verlosung teil. Wenn ihr mir die richtige Anzahl hingeschrieben habt und natürlich mit einem lieben, netten Kommentar. Und dann kommt ihr in meine Verlosungskiste. Verlosungskugel, nicht Kiste. Verlosungskugel, ne? Genau. Diesmal mache ich es euch nicht so einfach. Diesmal müsst ihr ein bisschen was tun. Und ich würde sagen, wir gucken uns die jetzt mal an. Handtuch habe ich ja auch schon hingelegt. Ich habe nämlich Haare gewaschen. Also nicht wundern, wenn ich den Turban drum habe. Das macht sich so immer am besten, finde ich, ne? So. Ist sehr in Serum getränkt. Also sehr, sehr süffig. Meistens kann man so eine Tuchmaske auch mehrmals verwenden, ne? Wenn, weil immer noch Serum drin ist, so Restserum, nochmal zusammenfalten, die Maske zumachen mit einer Büroklammer und dann nochmal nehmen, denn zweites Mal reicht dann auch. Oh ja, also die ist sehr, sehr süffig, ne? Oh, die ist wirklich Wahnsinn. So.
Ach so, wie lange lässt man die denn oben? Ah, 10 bis 15 Minuten. Genau. Und das restliche Serum in die Haut einmassieren. Naja, das machen wir doch mal glatt, ne? So. Oh, der Duft ist recht angenehm, riecht aber auch ganz schön nach Chemie, muss ich sagen. Also, ja. Aber vielleicht täuscht das auch. Guckt mal. ja, ist ein bisschen schon verblasst, das Zebra, ne? Sieht ein bisschen blass aus. Hat schon ein bisschen was an Farbe verloren. So, dann gucken wir uns jetzt mal an. Sieht schon mal ganz lustig aus, ne? Oh, schön kühl, Leute. Oh, ist die kühl. Ließ sich sehr einfach auseinanderfalten. Also war jetzt nicht so. Natürlich passt das immer nicht so ganz auf mein Gesicht. Manchmal muss ich in den Augen ein bisschen einschneiden oder hier am Mund. Ja, ich würde sagen. Oh, die fühlt sich schön an. Würde man erkennen, dass das ein Zebra ist? Das sieht eher aus wie so eine Kriegsbemalung, ne? Von irgend so ein Stamm im Busch oder so, ne? So, Leute, so. Ja, wir lassen jetzt mal die ganze Geschichte paar Minuten, also 15 Minuten einwirken. So lange müsst ihr mich hier nicht sehen, ne? Und dann gucken wir uns mal an, wie so das Hautbild denn aussieht, ne? Aber fühlt sich schon mal richtig gut und erfrischend. Der Duft ist schon angenehm. Also damit kann man schon leben. Ja, ich bin dann heute mal ein Zebra. Wie macht ein Zebra? Ich weiß nicht, was ein Zebra für Türgeräusche macht. Keine Ahnung. So, und ja. Ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Ich bin wieder da. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Ergebnis an. Ihr seht, die hat diesmal ganz gut gepasst. Die brauchte ich mir nicht zuschneiden. Ne? Manche Masken musste ich mir so ein bisschen zuschneiden. Und das ist schön bei mir in die Haut eingezogen, muss ich wirklich sagen. Ne? Und das Restserum, das tue ich jetzt mal einarbeiten. Oh, das, wisst ihr, das fühlt sich richtig erfrischt an. Das ist jetzt genau das Richtige für den Sommer. Ne? Da habe ich mir ja genau die richtige ausgesucht. Ich habe noch ein paar Motivmasken da, ne? Also ich habe von meiner Schwester eine geschenkt bekommen. Und noch von der Graufalter. Da müssen wir mal gucken. Ach ja, und von der Dani Mavi habe ich ja auch eine. Da habe ich mir so überlegt, das wird jetzt jeden Monat gibt es denn eine Maske. Und dann gucken wir uns halt die denn mal an, ne? Wie die Masken so sind. Also ich muss sagen, das Serum ist schön. Braucht man nicht lange einmassieren, ne? Und man braucht dann kein anderes Serum mehr. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen sacken, dann kommt noch Tagescreme hoch. Fühlt sich ein bisschen klebrig an, aber so muss das ja auch sein. Und ja, was soll die machen? Was stand hier? Weichmachend und hydratisierend. Ja, also ich finde schon, fühlt sich mega an. Also das fühlt sich richtig gut an. Ich habe ein richtig schönes Hautgefühl. Richtig angenehm. Ja, so weich machend, würde ich auch sagen, ne? Die ist nicht glowy, weil manche Masken sind ja dann auch so ein bisschen glowy. Und die fühlt sich schön durchfeuchtet, aber trotzdem durchfeuchtet an die Haut. Also, tolles Produkt. Also, muss ich wirklich sagen, hätte ich jetzt nicht damit so gerechnet, ne? Weil vielleicht sind doch diese Billigmasken manchmal, naja, Billigmasken, weiß nicht, wie teuer die sind, da habe ich ja geschenkt bekommen, gar nicht mal so verkehrt, ne? Mega. Also, ich muss wirklich sagen, hat sich sehr toll angefühlt. Oder fühlt sich immer noch sehr gut an. Bin ich gespannt. So, und jetzt zeige ich euch, was es zu gewinnen gibt. Hier ist die Box befüllt, ne? Oh, wartet mal, wartet mal. Am 29. Mai, ja, ein bisschen spät, aber es ist nun mal so, sonst, weil nächstes Wochenende vom 21., 22., da bin ich raus. Ich bin das ganze Wochenende unterwegs. Das würde ich nicht schaffen. Ne, das wäre, ist, ja, da bin ich unterwegs, das ganze Wochenende. Das wird ein Wochenende. Ich weiß noch nicht, wie ich das immer gehen soll. Und ja, was es zu gewinnen gibt, zeige ich euch von mir zusammengestellt am 29. Mai, Honey, ey. Satzaufbau, sprich zu Ende. Am 29. Mai, 18 Uhr, ist Verlosungs, ne, da Verlosungsstopp. Zücke ich meine Verlosungskugel und dann gucken wir, wer gewonnen hat. So, und wir gucken mal rein, was ihr gewinnen könnt. So ein bisschen habe ich die auf den Sommer abgestimmt. Ne? So, Glossy Box habe ich befüllt. Die sind immer ganz praktisch dafür, die Glossy Boxen. Ne? So, guckt mal. Also, die ist doch schon mal schön voll. Habe ich einmal für euch von Essence. Ich habe nämlich von Essence die
Make-up Surprise Box Unbox. Kann ich dir mal hier um durchlaufen lassen, ne? Und die war gut. Und ja, die war richtig gut. Die gibt es momentan im Angebot. Ja, gut. Für 17 Euro oder so. Gut, ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde. Kann sein, dass es die dann nicht mehr gibt, ne? Habe ich einmal von Essence diese Nagelfeile und die ist so doppellagig, ne? Könnt ihr hier so abziehen, das seht ihr schon, genau. Aber ich habe genug Nagelfeilen. Deswegen dachte ich, so könnt ihr die gewinnen. Ich lege es mal hier hinten hin. Denn dazu diesen Nagellack hier, ne? War auch mit in der Make-up Surprise Box von Essence, weil ich habe ja da ein bisschen an euch gedacht, weil ich dachte so, machst du für die Verlosung deine Abonnenten, weil es sah wirklich schlecht aus, ne? So ein schöner Glitzer-Schimmerlack. 8 Milliliter, das ist die Farbe Disco Fever. Denn 10 Trenner, dachte ich jetzt für den Sommer, um die Nägel, Fußnägel auch zu lackieren, ne? Sind so eine 10 Trenner nicht verkehrt. Dann einmal den von Essence, den Extreme Shine Volume Lip Gloss, Perfect Glow. Ne, ist schön leicht jetzt für den Sommer, reicht das auch zu. Ist auch eine Originalgröße. 5 ml Magic Match ist die Farbe. Ja, das ist einfach nur, ich zeig euch den mal, ne? Also so sieht er aus. Ne? Ja, sowas habe ich mehr wie genug da. Also, wie gesagt, stelle ich euch auch mal hier hinten hin. Dann habe ich noch von Essence einmal diesen The Highlighter. Das ist die Farbe Hypnotic, ne? Farbe 20, Hypnotic. Ich zeige euch das mal. Swatchen tue ich natürlich die Sachen nicht. Ne? Alles, was weiter wandert, so sieht der aus. Halt ein schöner, normaler Highlighter. Hab, wie gesagt, 5 Gramm. Dann ein Monolidschatten von Essence, 2,5 Gramm. Pearl, also der ist so glowy, ne? Und ist die Farbe Loopstar. Zeige ich euch, wenn ich das jetzt mal aufkriegen würde. Hani, Vorführeffekt ist alles. So. Ja, fällt euch ganz schön. Hier, guckt mal, ist der nicht schön? Oh, der ist auch schimmrig. Ist jetzt schwer, ne? Noch die Zebras zu zählen jetzt und zu gucken, was es zu gewinnen gibt. Hat die Hani richtig, ne? Dann habe ich hier einmal von Essence den Isle of Extreme Mascara. Crazy Blue Mascara. Ist sogar wasserfest. Dachte ich jetzt für den Sommer passt es auch perfekt, ne? Wenn man denn doch mal baden geht oder so. 12 Milliliter ist auch. Also ich finde, so eine wasserfesten Dinger sind auch schweißresistent. Also finde ich. Ich habe so einen wasserfesten Mascara jetzt für die Hitze. Da halten die auch super. Ja, das war's mit dekorativer Kosmetik. Guck mal, ein bisschen zu Pflegeprodukte von Essence. Hello Good Stuff, eine Cica Face Cream, 30 Milliliter, ne? Habt ihr eine Gesichtscreme? Soll beruhigende und feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme sein, 99% natürliche Inhaltsstoffe, leichte Textur. Angereichert mit Centaya Asiatica Extrakt. Als tägliche Gesichtspflege auch geeignet, auch als Grundierung für Foundation. Siehst du? Also könnt ihr auch so Primer-mäßig, ne? So, ja, das war's jetzt von Essence. Dann, damit ihr im Sommer schön schimmert, ein Bronzer von Mayani. Ne? Eine Riesenflasche, sage ich euch. Das ist so ein Ölschimmer, ne? Genau. Und ja, dann glitzert schön eure Haut im Sommer. Ne? Kann man sich dann auch schön auf die rasierten Beine machen, zum Beispiel. Mit dem schönen Nagellack auf den Zehen zum Beispiel, ne? Dann habt ihr einmal von Kwai ein Detox Shampoo. Das ist eine kleine Größe, 30 Milliliter, ne? Dazu ein Conditioner, 50 Milliliter von Sebastian Dark, was? Professional Sebastian Dark Oil mit Jojoba und Arganöl, ne? Genau. Dazu die passende Spülung ist auch bloß eine kleine, 50 Milliliter. Dann habe ich hier, oh, die riecht so schön tropisch, ich kann euch das sagen. Von The Body Shop eine Moringa Bath Bubble bei Musan. Oh, die riecht schön tropisch, ne? Auch im Sommer kann man baden gehen, ne? Also finde ich. Und das riecht, ist so ein schöner tropischer Sommerduft. Wenn man jetzt doch mal so einen verregneten Sommerabend hat, man friert, geht man trotzdem mal baden und holt sich so ein bisschen den Sommer zurück in die Badewanne, ne? Kann aber schön drin. Ey, ich habe hier noch ein dekoratives Produkt gefunden. Dekorative Kosmetikprodukt. Ist egal. Von Essence den Eyeliner Pen. Long Lasting. Es ist ein weißer. Zeige ich euch, ne?
mit dickerer Miene. Ich kann mit sowas. Weißer Eyeliner, naja, ich weiß nicht. Essence Eyeliner Peng Long Lasting 02, weiß, habe ich gerade schon mal gesagt. So, Labello Lippenpflegestift kann man auch im Sommer trotzdem super verwenden. Ne? Also, das ist ein ganz normaler, der ganz normale Hydrokerm mit Shea Butter natürlich. Und Lichtschutzfaktor 15 hat da sogar. Ja, das ist eigentlich nicht viel, aber ich meine, es ist egal. Ne? Das hilft trotzdem schon ein bisschen was. Und dann habe ich hier einmal von Vandini, einmal. So ein Drei-Schritte-Dings, habt ihr einmal ein Anti-Stress-Micellen-Waschgel, dann macht ihr eine hautberuhigende Maske danach und danach dann dieses Serum, ne? Genau, so ein Drei-Schritte-Dings, ja. Und das war's auch schon, ne? Wie gesagt, schön die Zebras seelen. Und ansonsten wünsche ich euch, halt, das lege ich auch mal hier hinten hin, habt ihr nochmal alles so im Blick, was ihr so gewinnen könnt, ne? Dann wünsche ich euch viel Glück bei der Verlosung und viel Erfolg bei den Zebraszählen, ne? Ja, ihr Lieben. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich dir ein Playlist von meinen Gewinnspielen. Kann ich dir mal hier durchlaufen lassen, ne? Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Hier unten siehst du einen aktuellsten Upload und einen Videovorschlag. Und ich sage jetzt, ach so, halt. Belest euch unten in der Infobox, ne? Da steht auch noch mal alles zum Gewinnspiel, ne? Richtig lesen unten, genau. So, jetzt. Und wenn, ja, und habe ich das schon mal gesagt, wenn dir das Video gefallen hat. Und das war's jetzt, wie gesagt, von mir, meine Güte. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.